Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Konjunkturflaute schlägt immer stärker auf den Arbeitsmarkt durch. Verglichen mit dem Vorjahr hat die Zahl der Arbeitslosen im August wieder zugenommen, erstmals seit Regierungswechsel. Von Wirtschaft und Opposition wächst jetzt der Druck auf SPD und Grüne, mit Reformen gegenzusteuern. Insgesamt waren vergangenen Monat 3.788.800 Menschen auf Arbeitssuche. Das sind zwar 9.900 weniger als im Juli, aber 8.100 mehr als im August 2000. Die Quote liegt weiter bei 9,2%. Ein unzufriedener Bundeskanzler. Seine Zielmarke von 3,5 Millionen Arbeitslosen im Wahljahr 2002 wird er wahrscheinlich sogar weit verfehlen. Er weiß, dass seine Politik auch an dieser Zahl gemessen wird. Dass das niemanden zufriedenstellen kann, ist doch klar. Natürlich habe ich zur Kenntnis genommen, dass im Vergleich zum Vormonat die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist. Aber es könnte besser sein, als es ist, und wir arbeiten daran, dass es besser wird. Mehr Arbeitslose als vor einem Jahr. Auch der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit blickt pessimistisch in die Zukunft. Denn die angestrebte Zahl von 3,7 Millionen Erwerbslosen für dieses Jahr wird möglicherweise ebenfalls nicht erreicht. Dass vor allem die Konjunkturflaute für die steigende Arbeitslosigkeit verantwortlich ist, ändert nichts an der fundamentalen Kritik der Opposition. Die Bundesregierung müsste den Mut haben, der deutschen Bevölkerung die Wahrheit zu sagen, dass wir wirkliche Reformen brauchen, dass wir eine Steuerpolitik, eine Arbeitsmarktpolitik für den Mittelstand brauchen. Die Bundesregierung müsste kraftvoll regieren. Bundeskanzler Schröder, SPD und Gewerkschaften hoffen, mit dem für Herbst geplanten Jobaktivgesetz dem Arbeitsmarkt neue Impulse zu geben. Die Grünen sind da eher skeptisch. Sie drängen ihren Koalitionspartner zu weitergehenden Maßnahmen. Wir brauchen im Niedriglohnsektor Bewegung. Da gibt es unsere Forderung nach Kombilöhnen, also Subjektforderung, Zuschüsse für die Einstellung geringer qualifizierter Beschäftigung zu den Sozialkosten, sodass die Arbeitgeber solche Arbeitskräfte auch einstellen. Diese Forderungen lehnt die SPD bisher allerdings ab. Experten sind sich einig, Konjunkturprogramme kommen nicht in Frage. Und so wird es die Bundesregierung schwer haben, die gewünschte Anzahl von Arbeitsplätzen zu schaffen. Und so bleibt dann doch nur die Hoffnung darauf, dass die Konjunktur bald wieder anzieht. Die Bundesregierung hat heute das Gesetz über den Atomausstieg auf den parlamentarischen Weg gebracht. In seinem Entwurf setzt Umweltminister Trittin die im Juni geschlossene Vereinbarung mit den Kraftwerksbetreibern um. Sie hatten eingewilligt, ihre Atommeiler innerhalb der nächsten 20 Jahre vom Netz zu nehmen. Die Opposition erneuerte ihre Kritik und sprach von einem energiepolitischen Fehler. Naturschutzverbände wiesen darauf hin, dass vor allem die Entsorgungsfrage nicht geklärt sei. Jürgen Trittin hat seine Hausaufgaben gemacht, den Atomausstieg formal abgearbeitet. Nach dem Kabinett heute muss jetzt noch der Bundestag die Gesetzesnovelle verabschieden. Dann ist voraussichtlich Ende des Jahres Gesetz, was Stromindustrie und Regierung im Juni nach langen 10 Verhandlungen und zum Atomausstieg verabschiedet haben. Nach dem Gesetz wird die Nutzung der Atomenergie zur gewerblichen Energieerzeugung geordnet beendet. Die Regellaufzeit wird auf 32 Jahre begrenzt. Das heißt, im Jahre 2020 wird aller Voraussicht nach das letzte AKW hier vom Netz gehen. Also, Neubauten und Betriebsgenehmigungen von Atommeilern wird es nicht mehr geben. Zum 1. Juli 2005 wird die Wiederaufbereitung von Brennstäben verboten. Also auch keine umstrittenen Transporte mehr nach La Hague und Sellafield. Die Brennstäbe werden von den Kraftwerksbetreibern standortnah zwischengelagert. Sicherheitsüberprüfungen werden Pflicht. Was für den Minister heute ein großer Schritt in Richtung Energiewende ist, ist für die Stromindustrie längst nicht das letzte Wort. Ich persönlich glaube nicht, dass die nächste Generation sich von uns vorschreiben lässt, welche Energieoptionen sie wahrnehmen will. Also ich glaube, dass die Kernenergie unter anderen Aspekten in nicht allzu ferner Zukunft noch mal völlig neu diskutiert wird. Was aber ganz am Ende mit dem Atommüll passieren soll, wo und wie er endgelagert wird, dazu schweigen Industrie- und Gesetzentwurf.
Lebensmittelerzeuger und Handel können erstmals Bioprodukte mit einem einheitlichen Gütesiegel kennzeichnen. Das neue Etikett wird durch ein Gesetz geschützt, das ebenfalls heute vom Kabinett gebilligt wurde. Das Zeichen garantiert ökologische Produktion nach EU-Norm, artgerechte Tierhaltung und den Verzicht auf Gentechnik. Nach dem BSE-Schock sei das Biosiegel ein wichtiges Signal der Agrarwende, sagte Verbraucherministerin Künast. Wer genau auf die gerechten Häppchen schaute, hatte schnell die Sache mit dem Biosiegel raus. Nicht nur Produkte nach strengem deutschen Öko-Reinheitsgebot dürfen sich das Siegel aufkleben. Nein, das grüne Sechseck kann für alle Produkte beantragt werden, die die großzügigeren EU-Normen für Ökolandbau erfüllen. Ich glaube, dass rechnerisch die Breite viel Sinn macht, die Läden öffnet. Dadurch machen auch die Verkäufer mit, weil sie ein ganzjähriges Angebot haben. Und darüber hinaus sind die Unterschiede zwischen dem höheren Agrarniveau und diesem Niveau jetzt hier gar nicht so groß. Beim EU-Niveau können Sie Teilbetriebsumstellung noch machen. Außerdem darf konventionelles Futter verwendet, aber Antibiotika oder genetisch veränderte Futtermittel nicht zugefüttert werden. Die Ökobauern hoffen, das Siegel wird Bauern und Verbrauchern mehr Lust auf Bioprodukte machen. Wir selber als Verbände haben die überzeugten Ökos und Bios erreicht, aber nicht die breite Masse. Und wir müssen die Mehrheit der Menschen gewinnen, dass sie Vertrauen in Bioprodukte schöpfen. Und da wird uns dieses Zeichen helfen. Der Einzelhandel zieht mit, will mit Bio-Siegelprodukten die Regale füllen. Allerdings, Ökoprodukte bleiben zunächst teuer. Wenn das Angebot steigt, werden die Preise zurückgehen. Und ein Rückgang der Preise wird die Nachfrage nach Bioprodukten beleben. Keine Qualität ohne Kontrolle. 22 Kontrollstellen sind denen auf der Spur, die Bio draufschreiben, wo Bio gar nicht drin ist. Wer ertappt wird, muss bis 30.000 Euro Strafe zahlen. Doch zunächst soll über eine Infotour das Bio-Siegel deutschlandweit bekannt gemacht werden. Verteidigungsminister Scharping steht wegen seiner Mallorca-Flüge weiter unter Druck. Nach neuen Vorwürfen räumte sein Ministerium ein, dass der kritisierte Rückflug nach der Mazedonien-Abstimmung auch von Scharpings Büro veranlasst wurde, allerdings ohne seinen Auftrag. Der SPD-Politiker hatte gesagt, er sei mitgeflogen, als Ministerkollegen in den Urlaub zurückkehrten. Auf Antrag der Union wird sich am Montag der Verteidigungsausschuss des Bundestages mit den Vorwürfen befassen. Der Konflikt um den Schulweg katholischer Grundschülerinnen durch ein protestantisches Viertel im nordirischen Belfast ist weiter eskaliert. Polizisten, die Kinder und Eltern beim Gang zur Schule schützen sollten, wurden von einer Brandbombe verletzt. Nach der Tat wurden drei Verdächtige festgenommen. Der zurückgetretene nordirische Regierungschef Trimble nannte die Situation entsetzlich. Rhythmisches Klatschen, ein Zeichen des Protestes und der Verachtung der protestantischen Anwohner für die katholischen Eltern und ihre Kinder auf dem Weg zur Heiligen Kreuzschule. Dann explodiert plötzlich eine Brandbombe. Vier Polizisten werden verletzt. Ein solcher Sprengsatz soll nicht töten, sondern ein Maximum an Chaos auslösen. Terror und Gewalt auf einem Schulweg, den Mütter und Kinder seit drei Tagen nur unter Polizeischutz benutzen können. Das war versuchter Mord an Kindern und Müttern auf dem Schulweg. Letzte Nacht stundenlange Straßenschlachten in Nordbelfast, ausgelöst durch radikale Protestanten. Seitdem der Friedensprozess in einer Sackgasse steckt, weil die IA bisher nicht mit der Entwaffnung begonnen hat, glauben viele Protestanten, dass sie mehr gegeben als bekommen haben. Außerdem fühlen sie sich in ihrem Viertel durch Ex-IRA-Terroristen provoziert, die im Rahmen des Friedensvertrages aus dem Gefängnis entlassen worden sind. Zu dem Anschlag haben sich protestantische Paramilitärs bekannt, eine Eskalation der Gewalt, die selbst Hardliner im eigenen Lager abstößt. Ich schäme mich, mit Loyalisten in Verbindung gebracht zu werden. Heute Abend wollen die Eltern beraten, ob sie weiter auf ihrem Recht auf freien Zugang zur Schule beharren oder morgen durch den Hintereingang gehen, um dadurch den Weg durch die protestantische Siedlung zu vermeiden. Den inhaftierten westlichen Helfern, unter ihnen vier Deutsche, droht in Afghanistan möglicherweise die Todesstrafe. Der oberste Richter des radikal-islamischen Taliban-Regimes sagte in Kabul, das Urteil für die acht Männer und Frauen würde sich an islamischem Recht orientieren. Dies könne Gefängnis, Geldstrafe oder Exekution bedeuten. Diplomaten aus Deutschland, den USA und Australien wurde heute der Zugang zu dem Gericht in Kabul verwehrt.
Kein Kontakt zu den Angeklagten, kein Kontakt zu den Richtern. Auch der zweite Prozesstag gegen die ausländischen Mitarbeiter von Shelter Now fand heute wieder hinter verschlossenen Türen statt. Da die Diplomaten auch mehr und mehr isoliert und von den Taliban vergessen werden, versuchten sie es heute auf eigene Faust, beim obersten afghanischen Gericht etwas über den Prozessverlauf zu erfahren, ohne Erfolg. Wir müssen davon ausgehen, dass die Taliban mit dem Gerichtsverfahren ernst machen und entgegen ihrer Ankündigung ein Verfahren initiieren, das im Wesentlichen wohl ohne Öffentlichkeit stattfinden wird. Bisher haben weder Diplomaten noch Öffentlichkeit irgendetwas für die Angeklagten erreichen können. Im Gegenteil, das mögliche Strafmaß steigt immer höher. Heute ließ der oberste Taliban-Richter, ein Hardliner, verlauten, dass auch im Falle der ausländischen Mitarbeiter von Shelter Now die Todesstrafe möglich sei. Das Verfahren hier in Kabul ist ein politischer Prozess. Die Angeklagten sind ein Faustpfand, denn die Taliban verfolgen zwei Ziele. Auf der einen Seite den Westen brüskieren und vorführen, auf der anderen Seite sich lieb Kind machen in der islamischen Welt und Härte zeigen. Das Schicksal der Gefangenen interessiert sie dabei weniger. Bei der Anti-Rassismus-Konferenz im südafrikanischen Durban wird weiter nach Möglichkeiten gesucht, ein völliges Scheitern zu verhindern. Die EU setzte eine Frist bis heute Abend. Frankreich hat damit gedroht, die Konferenz sofort zu verlassen, falls es im Schlussdokument eine Gleichsetzung von Rassismus und Zionismus gäbe. Wegen solcher Forderungen waren bereits Israelis und US-Amerikaner abgereist. Friedensnobelpreisträger Wiesel erklärte in New York, aus einer Konferenz gegen den Hass sei eine Konferenz des Hasses geworden. Bundesaußenminister Fischer hat seinen Besuch in Mazedonien fortgesetzt. In Skopje sprach er mit dem mazedonischen Präsidenten Trajkovski über die Zukunft der Beziehungen zwischen dem Balkanstaat und der EU nach dem NATO-Einsatz. Beim Treffen mit seiner Amtskollegin Mitreva knüpfte Fischer Bedingungen an ein weiteres Engagement der internationalen Gemeinschaft. Nur wenn das mazedonische Parlament dem Friedensplan zustimme und das Einsammeln der Waffen erfolgreich verlaufe, wäre weitere Unterstützung denkbar. Verdeckte Teilungspläne für Mazedonien lehnte Fischer ab. Über das weitere Vorgehen im Mazedonien-Konflikt sind für morgen überraschend Gespräche in Moskau angesetzt worden. Vertreter der USA und von EU und OSZE wollen sich mit dem russischen Außenminister Iwanow abstimmen. Wie es hieß, soll es auch darum gehen, Moskau stärker in die Bemühungen um eine Friedenslösung einzubinden. Präsident Putin hatte vor kurzem noch Zweifel am Sinn des NATO-Einsatzes geäußert. Die griechische Küstenwache hat auf der Insel Euböa 185 illegale Einwanderer festgenommen, unter ihnen 8 Kinder. Die Flüchtlinge waren an Bord eines Frachters von der Türkei nach Griechenland gebracht worden. 5 Menschen sollen bei der 4-tägigen Überfahrt gestorben sein. Die Flüchtlinge stammen vor allem aus Afghanistan und dem Irak. Nach Angaben der Küstenwache habe jeder Einwanderer $3.000 für die Überfahrt an einen internationalen Schleuserring bezahlt. 4 Schleuser konnten festgenommen werden. Der Streik im mexikanischen Werk von Volkswagen ist nach fast 3 Wochen zu Ende. Geschäftsleitung und Gewerkschaft einigten sich auf eine Lohnerhöhung von 10,2%. Zusätzlich sollen die Arbeiter Sozialleistungen wie Lebensmittelgutscheine und Schulbeihilfen erhalten. Das VW-Werk nahe Mexiko-Stadt ist die weltweit einzige Produktionsstätte für den Beetle. Das Überschallflugzeug Concorde darf wieder zu Linienflügen starten. Umgerüstete Maschinen von British Airways und Air France sollen von Oktober bzw. von November an im Passagierverkehr eingesetzt werden. Französische und britische Behörden hatten der Concorde nach dem schweren Unglück mit 113 Toten im Juli vergangenen Jahres die Lizenz entzogen. Symbolische Übergabe. Berlins Kultursenatorin Göhler hat das Jüdische Museum heute in die Obhut des Bundes übertragen. Sie übergab eine Ölweide, im jüdischen Glauben das Symbol der Hoffnung, an Kulturstaatsminister Nida Rümelin. Dieser würdigte das Jüdische Museum als eine Einrichtung von nationaler Bedeutung. Der außergewöhnliche Bau des Architekten Daniel Liebeskind hat international für Aufsehen gesorgt. Das Museum wird am Sonntag offiziell eröffnet. Mit Tommy Haas ist heute im Achtelfinale der US Open der letzte Deutsche ausgeschieden. Er verlor in New York gegen den Australier Leighton Hewitt in 4 Sätzen.
Alles ist drin. Bei den diesjährigen US Open hatte Tommy Haas kürzlich noch verkündet. Er, Leighton Hewitt, vermochte dies heute zu relativieren. Die Begegnung war gestern nach einer 1:0-Satzführung von Haas abgebrochen worden, was sich als Vorteil für den Australier entpuppte. Hewitt spielte heute nahezu fehlerfrei und selbst in schwierigen Situationen gelangen dann noch Schläge wie dieser. Tommy Haas, der bis zu diesem Achtelfinale keinen Satz abgegeben hatte, wirkte dagegen völlig verunsichert, nicht zwar von der Präzision seiner Grundschläge aus den letzten Tagen zu sehen. 2 Stunden und 46 Minuten dauerte es. Dann verwandelte Hewitt den Matchball. 3:6, 7:6, 6:4 und 6:2. Hewitt trifft morgen im Viertelfinale auf den Amerikaner Andy Roddick. Lothar Matthäus soll nach Berichten mehrerer Medien die sportliche Leitung beim österreichischen Rekordmeister Rapid Wien übernehmen. Sein Management wollte dies heute nicht offiziell bestätigen. Für morgen früh wurde eine Pressekonferenz angekündigt. Sein letztes von 150 Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft hatte der 40-Jährige bei der Europameisterschaft im vorigen Jahr bestritten. Die Lottozahlen 1, 9, 25, 33, 38, 44, Zusatzzahl 16, Superzahl 1. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 0, 5, 4, 3, 3, 9. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 3, 0, 2, 4, 5, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 6. September. Wintereinbruch. Etliche Alpenpässe in Österreich und in der Schweiz sind verschneit bzw. gesperrt. Die Großglockner Hochalpenstraße, die Silvretta-Straße und das Timmelsjoch sind nur mit Schneeketten befahrbar. Die Schneefallgrenze fällt weiter. Zwischen dem Hoch vor Frankreich und dem Tief über Skandinavien strömt Polarluft zu uns. In der Nacht kommen neue Wolken nach Deutschland. Zwischen Nordseeküste und Niederrhein setzt Regen ein. Die Wolken ziehen nach Südosten. Auf ihrem Weg dorthin sorgen sie in den Mittelgebirgen für starken Regen. Einigermaßen trocken bleibt es nur an der Donau. Der Wind wird morgen mäßig aus West, mitunter frischt er auf. An der Nordsee dreht er auf Nordwest. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 12 Grad am Meer, in den meisten Alpentälern nur 7 Grad. Am Tag im Alpenvorland sowie an Saar und Mosel nur 15 Grad, im Osten 18, am Oberrhein 20 Grad. Die Aussichten. Dank der polaren Luft, die einströmt, erreichen die Temperaturen nun doch nicht mehr die 20-Grad-Marke. Sie sinken weiter. Am Freitag Schauerwetter, am Samstag regnet es immer wieder für längere Zeit und auch am Sonntag ergiebige Regenfälle.